Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 9. Folge von Lego Herr der Ringe. Und wir sind hier, wie man sieht, letztes Mal stehen geblieben vor Helms Klamm. Jetzt laufen wir da erstmal hin. Und die, die Herr der Ringe kennen, die wissen, was darauf folgen könnte. Aber man kann nicht. Mach Platz für Theoden! Mach Platz für den König! So wenige von euch sind zurückgekehrt. Unser Volk ist in Sicherheit. Herr Aragorn, wo ist er? Er ist gefallen. Ganz Isengard ist geräumt. Wie viele? 10.000 Kopfstand, mindestens. 10.000? Es ist eine Armee, gezüchtet für einen einzigen Zweck. Die Welt der Menschen zu vernichten. Lasst sie kommen. Es sei jeder Mann und jeder kräftige Knabe, der waffenfähig ist, bis Einbruch der Nacht kampfbereit. Bringt die Frauen und die Kinder in die Höhle. Das sind Uruk-Hai. Ihre Rüstungen sind dick und ihre Schilde breit. Ich habe viele Kriege gefochten, Herr Zwerg. Ich weiß meine eigene Festung durchaus zu verteidigen. Wir müssen um Beistand ersuchen. Und wer wird kommen? Von Elrond von Lothar. Wieder mit den Menschen in die Schlacht zu ziehen, erfüllt uns mit Stolz. Ihr seid wahrlich willkommen. Die Schlacht von Helms Klamm beginnt. So. Genau. Sind die uns hier die Elben zur Hilfe gekommen. Und jetzt, ah, guck mal, da ist was für den Gimli. Also brauchen wir das gar nicht. Kann man immer mal gebrauchen, gell, so ein Hebel. Ah. Mal schauen, da ist ja auch was für den Gimli. Und zwar ein Minikit. Naja. Ah ja, da oben ist eine Zielscheibe. Hui. Der hat den Hebel, also lassen wir den jetzt mal auf einem Flammen. So, kurbeln. Ich finde das ein bisschen umständlich, dass man K sogar mehrmals dauernd drücken muss. Das tut dann irgendwann total weh im Finger. Jetzt müssen wir uns ja wissen, ob sie für den Krieg bereit machen. Du hättest wirklich einen besseren Platz aussuchen können. Was geschieht denn da draußen? Ich könnte es dir beschreiben. Oder soll ich dir eine Kiste besorgen? Oh!
dann beginnt es also. Das ist so gut. Das ist meine Idee. Das ist meine Idee. Gleitern da. Kaputt machen. Oh, Mann. Haut doch ab. Wieder arg. Ah, jetzt. Die, da muss der gehen. Die rennen an die Leiter. Legolas! Zwei habe ich schon! Ich bin bei 17! Ich werde mich von einem Spitzer noch nicht übertreffen lassen! Ja, genau. Das wird er nicht machen. So. Mal geschwind zielen. Richtig heftig, so eine Schlacht. Mit 10.000 Orks. So. Da ist noch die letzte. Oh, oder doch nicht? Nee. Dann ist er woanders. Weil die könnten wir gar nicht runterschmeißen, irgendwie. Hä? Ach so, doch, natürlich. Man muss ja was machen. Ach so. Ist ja gar nicht groß genug, der Legolas. Eben klein genug, meine ich natürlich. Da ist natürlich der Gimli gefragt als Zwerg, ne? Oder gar nicht mal so klein als für ein Zwerg ist. So, dann hauen wir die hier auch noch runter. Das kann man dann wahrscheinlich da hinten. Dauert halt aber ziemlich lang, bis man da alle Leitern runtergehauen hat. Oh, der Gimli wurde getötet, warum das? Ja. Oh Mann, du wirst jetzt den da oben abschießen. Na endlich. So, dann nehme ich mir den auf. Scheiße, ich bin gestorben. Ja, freu dich hier nicht zu früh. Ich werde wieder belebt und dann stirbst du. So, den haben wir die Leiter haben wir auch unten. Bitte, den hier. Dann müssten links noch zwei sein. Hier ist noch eine. Und. Ah, das war die letzte. Okay, ja dann. Ist das alles? Das sind deine Zauberkunststücke, Saruman. Kommt alle her! Bam! Tot.
Jawohl. Für irgendwas. Aber braucht man. Oder braucht man ihn überhaupt? Ah. Ja, manchmal sind die unscheinbaren Sachen, die wir da kaputt machen. So, da ist das Film Legolas. Immer wieder runter und hoch und oh. Da stirbt der arme Haltier. Tja, da bräuchte man eine Bombe dafür, für den silbernen Kasten. Das ist ziemlich weit. Du musst mich werfen! Sag's nicht dem Elb! Nicht ein Wort. Komisch, sagt nicht der. Also, ja. Sagt nicht der. Fragt nicht der. König. Wie viel Zeit braucht ihr? Und dann sagt der. Aragorn, wie so viel ihr mir geben könnt. Ich hatte es so in Erinnerung. Vielleicht irre ich mich auch, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es eigentlich wirklich so ist. Müsste eigentlich so sein. Ah, aber. Ich meine, es wäre andersrum gewesen, aber. Naja. Aber ja, er wird jetzt runter, aber dann kommt es wieder. Musste man das hier. Und oh, hoppla. So, die stürzen da runter. Ist das hier oben so drauf? Na, da sind zwei Minigits gleich mal. Irgendwas machen? Nee, muss man nicht. Oh, dann mache ich es halt so. Ah! Stirbt aber noch! Also wirklich. Der Legolas stirbt. Man muss einfach ab und zu mal den Ding runterwerfen, dann kommt sie mit ihrer großen Leiter. Ist schon wieder gestorben oder? Nee. Sterbt doch einfach alle gleich. So. Sind sie alle gleich gestorben?
Die machen aber noch was ich sage. So. Dann schmeiß ich das mal zu denen da runter. So, mal die Nervensäge da unten wegmachen. Eingenommen. Es ist vorbei. Was kann der Mensch gegen solch tollkühnen Hass ausrichten? Reitet raus mit mir. Für Rohan. Ja. Dies möge die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen. Grimme Taten erwachen. Auf zu Zorn, auf zu Verderben und blutig morden. Vorwärts, Eolingos! Na, der erzählt immer Sachen bei so Schlachten, gell? Hält immer ewige Volksreden. Oh, da hätte man springen können. Naja, hab ich halt mal nett gemacht, gell. Oh, warte. Ich könnte ja noch. Oh. König Theoden steht allein. Nicht ganz. Rohirrim! Irmer! Für den König! Schlacht von Helmsklamm ist beendet. Wahre Abenteurer. 345.000 Münzen oder höher. Na, ja, 2 Minikits. 12 Dings, Mithrilsteine. Ja, drück ich mal Geschichte fortsetzen. Jetzt müsste man nach Isengard, aber da kann man noch nicht hin, weil der Pleiades, das mir der Name nicht eingibt, jetzt fällt mir doch glatt der Name nicht ein. Sauron, jetzt hab ich's. Der hat da sein Auge drauf gerichtet und jetzt kann man da noch nicht hin, jetzt müsste man mit denen weitermachen. Ja, aber das kommt in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat,
dann gebt einen Daumen nach oben. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.